Hallo und herzlich willkommen zum Coastercast. Stefan, du warst wieder zu langsam, aber gut. Heute ist der, es ist der 4.12.2014 um 20:40 Uhr, falls ihr euch das wundert, falls ihr euch das fragt. Falls ihr euch das nicht wundert und falls ihr euch das nicht fragt, jetzt wisst ihr es trotzdem. Wir sind heute sehr informativ. Ich gehe jetzt sogar, mach du mal die Einleitung weiter. Ich möchte noch Wissen unter die Menschen bringen heute. Okay, ich mache die Anleitung weiter. Wir kümmern uns heute um das Thema Story und Pacing. Ich habe mich nicht mit dem Thema beschäftigt, habe keine Ahnung, worauf Stefan damit raus will und deswegen übernimmt es wieder Stefan. Ja, ich bin heute ein Ding. Es Du geht bist um heute ein Story. Ding, das ist sehr interessant, ja. Es geht um Story und Pacing, aber wichtig, wichtig, es geht hier nicht um das Pacing, wie man es vielleicht so bei Coastern denkt, um die Geschwindigkeit, mit der der Coaster durchfahren wird, sondern ich möchte hier aufs Pacing hinaus, wie der Spannungsbogen sowohl einer normalen Attraktion als auch einer Achterbahn. Also normalen Attraktionen und Achterbahn. Achterbahnen sind auch normale Attraktionen. Aber was jeder Attraktion zugrunde liegt, also der Spannungsbogen, der da existiert, was für Probleme es bei verschiedenen Bahntypen gibt und wieso Story und Pacing so wichtig ist. Drauf gekommen bin ich, weil ich das ein Buch eines Disney-Ingenieurs gelesen habe und der den Satz "Story is King" dabei sehr, sehr wichtig genommen. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, wenn ich so überlege, Story ist wirklich King. Und ja, ich finde das ein wichtiges Thema zu besprechen. Was Vor allem mal ein Thema, bei dem es nicht um Statistiken geht und Aufzählungen von Listen. vor allem ein Thema, mit dem wir uns mal auseinandersetzen können, ohne irgendwelche Listen einfach abzulesen. Ist genau das, was ich gerade eben gesagt Ja, habe. aber ich wollte es nochmal betonen, ja. Was geschah am 4. Dezember? Wikipedia sagt, dass der Maler Rudolf Hausner geboren wird. Und das ist Das ist heute, gut. jetzt wisst ihr das alle. 1914 war das. Ich meine, ich kenne ihn nicht, aber wird wohl wichtig sein, wenn es ihn auf Wikipedia gibt. Ja, Story und Pacing, wir haben da natürlich verschiedenste Themenbereiche, also Unterthemenbereiche. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem logischsten Thema an. Und zwar Story und Pacing. Mach weiter. Nein, Story und mach Pacing weiter. in Themenfahrten oder Dark Rides. Okay. Ich meine, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass an Dark Rides eine Story ziemlich wichtig ist. Ja, dass Und eine Story nicht schlecht wäre. ja, Wobei es ja auch Gegenteile gibt. Oh, ich hab meinen Scheiße, Zahnstocher kaputt. aber es gibt, finde ich, ganz unterschiedliche Beweise. Ich meine, man kann, das Lustige ist, man kann eigentlich immer eine Story rausfinden. Aber die Frage ist halt auch so ein bisschen, wie gut ist der Park in der Lage, diese Story herauszuarbeiten? Zum Beispiel habe ich letztens, wo ich das Roland Mack Buch gelesen habe, ich bringe hier die ganze Zeit Anspielungen auf eventuell die nächste Folge oder später. Naja. Als ich das Mack Buch gelesen habe, wurde mir zum ersten Mal erklärt, was die Story hinter Piraten von Batavia ist. Nämlich Fluch der Karibik. Nein, erstmal. Piraten, erstmal, es ist trotzdem von Fluch der Karibik geklaut, ja. Egal, was für eine Story dahinter steckt. Zweitens, Piraten von Batavia spielt nicht in der Karibik, weil man wollte ja super different sein, weil die spielt ja in Südostasien, logischerweise. Das ist sehr interessant. Darauf hätten wir selber kommen können, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch asiatisch aussieht. Ich habe mich bloß früher mal gefragt, warum es asiatisch aussieht, aber ja, und zwar Dann die machen auch Story die ist jetzt, ganzen Achtung, Tiger mehr Sinn. die Story ist, dass die Leute zurück dazu hingehen, in der Natur zu leben. Jetzt geht hier Licht auf gerade, gell? Mir ist gerade eins ausgegangen. Was ist Weil das denn bitte für eine Story? die Fahrt beginnt ja, soweit ich weiß, ist der Künstler, der sich für den Europapark verantwortlich zeigt, ziemlich naturverbunden. Und war deswegen der Meinung, diese Nachricht da reinzubringen, dass, ich meine, denk mal an die Fahrt, ich meine, man beginnt ja Das in dieser. hat aber nicht Tolkien geschrieben, oder? Der war da schon tot. Nein, Tolkien war da schon tot, leider. Wenn Tolkien das geschrieben hätte, wäre das auch awesome und die beste Themenfahrt der Welt. Ja. Einfach nur weil. Man hat ja das, man fährt ja am Anfang durch diese ziemlich dicht bebaute, ja gut, Halle. Es gibt ja eh nur eine große Halle. Ja. Und die ist auch ziemlich offen und man fährt ja erst durch diesen Bereich, wo es ziemlich dicht bebaut ist, dann kommt irgendwann das mit dem Feuer und dann ist man ja irgendwann im Dschungel. Mehr oder Genau. weniger. Also so. Nicht so ein Dschungel wie in Efteling, im Fata Morgana-Dschungel, sondern eher so ein Europa-Dschungel, der nicht so dschungelig ist.
Da sind wir auch schon beim ersten Problem. Wenn ihr euch mal ein On-Ride anguckt oder wenn ihr selber gefahren seid, wird euch auch auffallen, dass diese Bahn, wo wir beim Thema Pacing sind, diese Bahn hat kein Pacing. Diese Bahn, man fährt mit dem Boot raus, fährt über einen kurzen Hügel, fährt runter ins Wasser. Also man wird so einen Meter hochgezogen, fährt dann so 3 Meter ins Wasser runter. Und dann ist man unten und dann fährt man einfach in einem, also so ein Spannungsbogen ist da nicht, da ist so ein Spannungsstrich. Da Ja, fährt man, so. da tuckert man langsam zum Ding. Und das ist eben die Sache, da bin ich auch drauf gekommen, es gibt, um noch ein bisschen Hintergrund zu bieten, warum ich das schlecht finde, es gibt, ich weiß nicht, ob man es im Internet so leicht findet, aber es gibt eine Zeichnung vom Spannungsbogen von Star Wars Episode 4 im Internet. Ich muss mal gucken, ob ich es danach noch finde. Auf jeden Fall, es ist einfach so ein Bogen, wo man sieht, wie die Spannung sich immer weiter aufschaukeln. Also man muss sich das ja vorstellen, eine Spannung in der Story wird ja so erzeugt, im optimalsten Fall, wenn es nicht komplett scheiße sein soll, dass es das was Spannendes kommt, auf das aufgebaut wird. Also es wird auf was aufgebaut, dann kommt was Spannendes und dann geht es wieder ein bisschen unspannender zugegen und dann, um dann wieder spannender zu werden. Also zum Beispiel im Hobbit, im ersten Herr der Ringe, wir sind ja Herr der Ringe-Fans, das wisst ihr bestimmt, ist es ja so, dass zuerst friedlich so ein bisschen erklärt wird, dann wird die Schlacht gezeigt und dann direkt danach wieder ein bisschen friedlich und dann wird halt immer weiter aufgebaut, immer weiter, Dann immer kommen weiter, immer mehr die Spannung. irgendwann die schwarzen Reiter und danach wird es wieder friedlich. Danach, genau. Dann ist Elronds Rat und dann geht's wieder auf die Reise. Dann kommt Moria, dann kommt Lorien, wo es wieder friedlich ist. Und dann kommt der Fluss und dann stirbt Boromir. Oh, jetzt habe ich es gespoilert. Tut mir leid. Tolkien ist natürlich da einer, der sich da gar nicht dran gehalten hat, weil bei dem die ruhigen Teile so lang sind, dass die Spannung komplett raus ist in Büchern. Ja, gut. Zum Beispiel man muss schon sagen, also der Rat von Elrond geht im Buch schon so ein ganzes Kapitel. Ja. Aber Tolkien ist auch gut, die Spannung dann schnell wieder reinzubringen. Aber egal, wir schweifen ab. Die Idee ist quasi, dass man Spannungselemente hat, aber die Kurve letztendlich komplett weiter nach oben geht. Das bedeutet nicht so, also ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen wie eine Sinuskurve, die einfach immer fällt, wieder zu unspannend und dann wieder zu spannend und dann wieder zu unspannend. Das ist Für auch unsere nicht. jüngeren Zuschauer, googelt mal, was eine Sinuskurve ist. Ich will das nicht erklären. Ich glaube, das lernen die in der Schule heute auch noch. Das lernen die in der Schule heute auch noch, aber nicht mit 12. Doch, ich glaube schon da. Also Egal, ich hab's mit 18 in der Oberstufe gelernt. Sinuskurve ist einfach hoch runter. Ja gut, du kommst auch sagen. Quasi wie eine Achterbahn. Das ist wie die Silverstar. Der Hinweg von der Silverstar. So grob. Ja, und die Idee davon ist natürlich, dass man sie immer weiter hochschaukelt, so wie die globale Erderwärmung zum Beispiel. Die heute die Vergleiche, ne? Und das schafft der Europapark bei Piraten von Batavia nicht. Das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Ja? Vor Man 5 muss sich das ja Minuten. so vorstellen, man fährt einfach durch eine Halle, wo immer was passiert. Und es ist auch eine riesen Halle. Würde sagen, man fährt durch eine Halle, in der nie was passiert. Ja, irgendwie so schon. Es passiert zwar immer was, aber nichts Wichtiges. Das ist wie wenn ihr so einen Film guckt, wo es ums Privatleben von einem geht und dann passieren dem dauernd irgendwelche sicher Dinge, zum Beispiel, dass er Post kriegt, aber es interessiert euch einfach nicht. Weil wer Wobei guckt sich schon man muss Filme an? ja, man muss ja sagen, am Ende, kurz vor dem Ende der Fahrt, ist ja diese Showbühne. Und wenn da eine Show ist oder jemand aus dem Restaurant mit Essen nach dir wirft, dann passiert da schon was. Dann ist da muss Ich man sehen, da gehe davon aus, da nicht. wurde die Ride drauf ausgelegt, dass eben mit Essen nach dir geworfen wird. Aber kommen wir, reden wir nicht so lange über schlechte Beispiele, sondern erklären wir mal, am einfachsten erklärt man Konzepte daran, dass man zeigt, wie es gut gemacht wurde. Und zwar wäre das natürlich Fata Morgana. Ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, dass Fata Morgana eine sehr gute Bahn ist in diesem Bereich. Ja, Und zwar ganz einfach aus dem Grund, wenn ihr mal Fata Morgana fährt, ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber grob, man fährt am Anfang in einen kleinen Raum, in dem ein Dschungel ist. Und eigentlich sonst nichts. Da ist eigentlich nur ein Dschungel und es wird auch mit sehr guter Musik natürlich. Efteling ist extrem gut darin, diesen Spannungsbogen mit Musik aufzubauen. Und die Dschungelmusik ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Weil man in diesen Dschungel reinfährt und diese Musik baut auf. Sie baut Spannung auf, man will wissen, was passiert. Dann fährt man so um die Ecke, dann sieht man so Schlangen, aber man sieht immer noch nichts Tolles. Also es ist jetzt nichts Atemberaubendes. Und dann kommt ja dieser Zauberer und der taubert halt so ein bisschen rum.
Und dann wird man so ein bisschen losgelassen. Beschwört Ne? einen Dämon und dann steht man und das Boot geht unter und alle sind tot. Dann muss man erstmal den Dämon legen und dann looten. Und wenn man fährt, und dann wird man ja losgelassen. Also man hat diese Spannung aufgebaut, dann kommt es mit dem Zauberer und dann erkennt man, auf was es hinausbaut, und dann ist man erstmal ein bisschen beruhigt. Und der Grund, warum Fata Morgana, jetzt abgesehen davon, dass bei Fata Morgana die Story viel offensichtlicher ist als bei Piraten von Batavia. Wobei ich sie sogar da nicht mitbekommen habe. Also ich habe natürlich alles mitbekommen, in Anführungszeichen, aber Bei Fata Morgana meinst du jetzt? Fata Morgana, aber die Story hast Story, du die mir danach erklärt. genaue Story. Nee, garantiert nicht. Das mit dem, dass man gebissen wird im Dschungel und dann deswegen der Vater also eine Halluzination hat und dann am Ende das bemerkt. Das habe ich dir garantiert nicht erzählt. Das hast du mir erklärt doch. Wir waren da zum ersten Mal, ich weiß es noch. Ich bin selber nicht drauf gekommen. Auf jeden Fall, darum geht's. Dann habe ich dir die Und falsche Geschichte erzählt. wieso? Die Geschichte Weil ist es doch ist so eine wichtig. andere Geschichte. Aber die Geschichte ist so. Ich hab mir irgendwas zu diesem Ding überlegt und habe dir das dann vielleicht auch gesagt und wurde dann später eines Besseren belehrt von irgendjemandem. Auf diese Geschichte, die der mir erzählt hat, wäre ich niemals in meinem Leben gekommen. Und zwar, wie wäre die? Weiß ich nicht mehr, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ich meine, es ist so, dass man da reinfährt, von der Schlange gebissen wird und Du dann halt. führst deinen Monolog weiter und ich google die Geschichte. Ja. Und auf jeden Fall, man fährt ja dann durch. Das ist eben die Sache. Die Geschichte hat noch viel mehr Facetten. Wir haben uns beim ersten Mal fahren wirklich nur das gedacht, man wird von der Schlange gebissen, hat eine Halluzination und Ding. Aber da gibt es auch ganz verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel die Szene, in der dieses Tor runtergeht, ist auch wirklich eine Storygeschichte. Also da, es gibt dazu eine Story, die dazu zusammenhängt alles. Alle Effekte, die da in dieser Bahn sind. Der Hauptgrund, warum ich das jetzt aber hier dieses Beispiel als gutes Beispiel für eine Spannungskurve in einer Freizeitparkattraktion sehe, ist, weil sie gegen Ende spektakulärer und größer wird. Und das ist ganz wichtig für eine Freizeitparkattraktion, ja. Man will immer, dass die Spannung höher geht, will immer, dass es noch ein bisschen besser wird. Und Fata Morgana hat es geschafft. Man hat zuerst diesen Dschungelpart, der ja noch nicht so aufregend ist. Und dann kommt man in diesen arabischen Part, der schon immer aufregender wird, und dann fährt man in diesen kleinen Raum mit diesem riesen, fetten Riesengottviech. Und da denkt man sich schon so, okay, das macht Sinn. Also, das denkt man sich nicht, aber man denkt sich so, okay, das ist cool. Und das ist halt um einiges aufregender als alles, was davor gekommen ist. Und dann fährt man in diesen dunklen Tunnel mit den Schlangenaugen. Und dann denkt man sich wieder, oh, noch spannender, was passiert jetzt? Was ist hier los? Und die Musik reflektiert es auch wieder, dass es wieder spannender ist, dass es jetzt zur Lösung geht. Und dann kommt man raus und denkt sich so, und dann wird man losgelassen, so sanft in den Dschungel wieder. Und das ist eben nun mal die Sache, die Fata Morgana so viel besser macht als Piraten von Batavia. Es ist ja jetzt nicht so, als ob die Fata Morgana eine super tolle Deluxe Animatronics oder so hat. Oder dass die Animatronics viel besser sind als die von Piraten von Batavia. Oder dass die Gestaltung so viel besser ist. Die Gestaltung macht nur mehr Sinn. Und das ist halt sehr, sehr wichtig in Freizeitparks. Hast du die Story inzwischen Ich find's nicht. gelesen? Also ich bin jetzt auf Wikipedia und da gibt es Fahrtbeschreibungen und da gibt es einen ziemlich langen Artikel dazu, um was es geht. Da steht aber nicht drin. Doch, die ganze Fahrtbeschreibung ist die Story, quasi. Da steht drin, dass ein Tor aufgeht und was weiß ich was, aber da steht nicht drin, warum und was passiert. Ich habe geguckt. Da steht zum Beispiel drin, im Anschluss fährt die aufs Boot vorbei an einem geschäftigen orientalischen Markt. Bla bla bla. Stefan, hast du. Nee, du verstehst nicht, was ich. Ja, Du bist aber anscheinend entweder taub oder doof. mehr Hintergrund hat es ja nicht an sich, glaube ich. Doch. Egal. Machen wir weiter. Machen wir Ja. Hast du da was zu sagen? weiter. Ich habe nicht zugehört, deswegen weiß ich nicht, was du geredet hast. Ich habe gesagt, es wird immer spektakulärer und immer größer. Ja, das stimmt. Gleiches Beispiel, oder das fast noch ein besseres Beispiel für die Spannungskurve, die aber nicht ganz so eine gute Parallele hatte und deswegen war es nicht mein erstes Beispiel, ist Drumflucht. Drumflucht ist, was Story und Ding angeht, Story und Pacing angeht, unglaublich gut. Und der Grund deswegen ist, du steigst in diese Bahn ein und wir wissen natürlich, Traumflucht heißt Traumflug. Also wir wissen es natürlich auch nur so.
wird wohl so sein. Und man fährt der erste Raum, durch mit dem man fährt, ist, wie wir beide wissen, dieser Raum, wo man diese Burgen sieht auf dem normalen Land noch. Die Städte. Das ist der erste Raum. Und damit wird zum Beispiel von der Story her sofort etabliert, dass wir hier es wirklich mit einem Traumflug zu tun haben und nicht. Das Problem ist jetzt, wenn man da direkt einen Elfraum oder so einen Waldraum, von dem es ja mehr gibt, reingesetzt hätte als ersten Raum, dann wäre man da nicht drauf gekommen, dass es das ein Traum ist, sondern hätte man gedacht, das ist einfach so eine Elfenfahrt. Genau. Aber dadurch, dass dieser Raum halt so ist und auch in der Perspektive, man sitzt ja wirklich unter den Schienen, was dieses Fliegengefühl noch verstärkt. Und man fliegt da wirklich in einen hohen Punkt und man denkt sich, man hat das Gefühl, man fliegt über diese Landschaft. Und das ist halt die erste, da wird schon mal Spannung aufgebaut. Also in einem anderen Sinne als bei woanders, wo man denkt, so, Spannung muss ja nicht immer wie bei Filmen irgendwie sein, dass das gleich was Tolles oder was. Spannung muss nicht immer wie bei Heißen, dass Tom Filmen. Cruise stirbt. Genau. Spannung muss ja nicht immer so sein, dass man irgendwie, dass man. Spannung ist ja, es ist ja schwer. Spannung beinhaltet ja einfach nur nichts anderes, als dass man wissen will, was als nächstes kommt. Das Gefühl ist aber bei Filmen natürlich anders als bei so einer Attraktion oftmals. Bei Filmen denken ist es so, auch dieses, oh, gleich passiert was Großes, Lautes oder was Aufregendes halt. Genau. Bei Turmflucht ist ja das Gefühl ganz anders. Bei Turmflucht ist das Gefühl ja eher so, oh, ich bin mal gespannt, was gleich so kommt für Ich will Dekoration. unbedingt wissen, was im nächsten Raum ist. Genau. Und im nächsten Raum ist ja dann so die nächsten zwei Räume sind es, glaube ich, sogar, sind es ja nur so Wald. Wald und Elfen und Trolle. Ja, kann sein. Weiß ich gar nicht auswendig. Gnome. Ich glaube zwei oder eine Halle. Und dann kommt natürlich der Clou, das war wahrscheinlich. Ich meine, besser kann man so eine Spannungskurve gar nicht repräsentieren. Ja, man fährt in die tollste Halle ever oder in den tollsten Raum ever in irgendeinem Themenreit, nämlich in die fliegenden Burgen, in die Himmelsbuchten, wie das heißt. Fährt durch dieses durch und hat. Es ist ein toller Moment. Also wo ich da zum ersten Mal reingekommen bin, da wollte ich Kinder, bleiben. der fällt runter Ja, und kugelt sich aus. die Musik passt perfekt und jedem ist klar, dass das quasi der Höhepunkt ist von der Fahrt. Und was passiert danach? Na, man wird ein Ah, bisschen was hochgezogen, kommt? Was man kommt? fährt einfach diesen Ding runter. Diese Helix. Die Und das ist halt das Helix of Geniale. Doom. Die Helix of Doom, aber die Helix hat halt auch das Gefühl, dass man runtergelassen wird, dass man erstmal storymäßig, der Traumflug wird beendet, man kommt wieder zurück an Boden, nachdem man gerade durch die Gegend geflogen ist. Und ansonsten ist natürlich auch von der Spannungskurve ist, man hat gerade eben den spannendsten Teil der Fahrt gehabt. Und jetzt kommt man auf eine Helix, in der man in einem angenehmen Tempo nach unten fährt und man sich entspannen kann und man immer das Gleiche zu sehen hat, quasi. Zwar immer ein bisschen weiter unten den Abschnitt, aber man sieht halt immer das Gleiche, nämlich diese Halle. Und dann kommt das Foto und alles sind erschreckt. Ja, und blind, weil es ja dunkel ist. Und blind, ja. Ja, gut, so dunkel ist in der Halle ja nicht. Ja, das ist schon kohlrabenschwarze Nacht. Ja, stell mal vor, die hätten ein Foto in der Himmelsbuchtenhalle aufgestellt. Dann hätte ich sie, glaube ich, geschlagen. Boah, ey, man steht so, man ist gerade so voll, oh, wie Die schön ist das hier, und jetzt, wach! Augen fallen aus dem Kopf raus und blitz, Nein, und dann sind das sie ist dann weg. so, ja, sind die Augen ganz Dann weg. hast du Sonnenbrand auf der Rückseite deines Augapfels. Genau. Und ja, ich finde es ein wichtiges Thema, dass man eben genau diese Art von Spannung einhält. Jetzt natürlich, Themenfahrten sind jetzt als Einstiegsbeispiel ganz gut. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass jede einzelne Freizeitparkattraktion daran gemessen wird. Und das ist auch der Grund, warum wir als Freizeitparkfans manche Dinge, oder Jan und ich als Freaks von mir aus, manche Dinge anders sehen als andere Leute. Die Silver Star ist für mich der Beispiel von einer Bahn, die keinen Spannungsbogen hat. Sie hat einen Sie hat Spannungsbogen. weder fahrtechnisch einen Spannungsbogen noch eine Geschichte Genau. Also, noch die Sache thematisiert. ist, eine Geschichte muss man von mir aus nicht unbedingt erzählen bei einer Achterbahn. Natürlich ist es schön, also, manchmal haben ja Achterbahnen quasi eine Geschichte. Zum Beispiel, Wodan hat eine Geschichte, mehr oder weniger. Es ist jetzt keine tolle, aber für eine Achterbahn Es reicht ist meistens, aber. ziemlich selten, dass in Achterbahnen die Geschichten auf der Fahrt selber erzählt wird, aber es gibt ja genug Achterbahnen, die mit einer Hintergrundgeschichte versehen sind.
die man dann meistens während der Queue, vor allem während der Queue, erzählt bekommt. Ich meine, ist ja bei Touristen der Trag ähnlich. Da sind ja auch die ganzen Texttafeln in der Station, in der Queue. Und dann hört die Geschichte mehr oder weniger in der Station auf. Da fährt man neben dieser Achterbahn, hat da nochmal zwei, drei Dinger, wo man merkt, dass da jetzt irgendwas passiert. Und dann kommt man eben zurück und hat halt entweder, ja, um da jetzt nicht vorwegzugreifen, hat dann halt die Geschichte entweder gut oder schlecht beendet. So. Genau. Aber da wird auch eine Geschichte erzählt. Vom Genau. fliegenden Holländer brauchen wir jetzt gar nicht groß reden. Also das. Den Holländer, den werde ich später noch behandeln, ja, der hat Den ein extra Kapitel behandeln noch. wir nicht, weil sonst muss ich weinen. Doch, das werde ich tun. Das Problem an der Silverstar ist, dass der, gehen wir mal einfach durch, der Eingangsbereich ist auf Racing ausgelegt und auf Formel Mercedes 1. und auf Auf Formel 1 Mercedes-Benz. und Mercedes-Benz in der DT, aber nur Straßenrennen quasi. Na, eigentlich nur Mercedes. Ja, was haben wir denn für eine Bahn? Wir haben eine Bahn, die einfach eine ganz normale Hypercoaster. Ja. Das ist schon mal das erste Problem. Die Bahn passt nicht zu der Story, die in der Ding erzählt wird, weil die Story in der Ding ist Autos. Und Autos fahren nicht hoch und runter. Autos fahren Kurven. Wenn Fahren da jetzt, Kurven und beschleunigen wenn von da 0 auf jetzt, 100 wenn in. da jetzt quasi eine verlängerte Version von Desert Race gestanden hätte, würde ich sagen, okay, das passt perfekt zu dem, was sie uns davor sagen wollen. Das funktioniert, aber das, ja, das genau das Ding mit dem Racing und dem Hypercoaster, das finde ich, passt nicht gut zusammen. Und denselben Fehler haben ja noch mehrere Parks gemacht. Da gibt es ja in King's Dominion, steht Intimidator 305, ist ein auf NASCAR ausgelegter Gigacoaster. Und eben Leute. King's Island steht Ding. Wie heißt der? Der normale Intimidator. Sind es nur die Rundrennen oder auch andere Rennen? NASCAR sind die Ovalrennen. NASCAR wird nur in Ovals Leute, gefahren. tut keine Coaster auf Ovalrennen. Ich meine, Intimidator hat den Vorteil gegenüber der Silverstar, dass der Rest der Strecke noch halbwegs rennmäßig aussieht. Ja, das stimmt, aber nicht Das sei, oval. Ich ja. meine, du Ja. fährst nicht nur Linkskurven. Auf jeden Fall, wir sind jetzt bei der Silverstar. Der Grund, warum der Silverstar an sich von der Fahrt her keine gute Bahn ist, ist, weil es keinen Spannungsbogen gibt. Oder was heißt keinen, es gibt einen. Nämlich der Lift, der Der erstmal Lift baut Spannung auf und auf der dann. Achterbahn ist der Lift der einfachste Weg, Spannung aufzubauen. Das ist auch, warum wir später noch zu Launchcoastern kommen werden, weil die eben andere Wege finden müssen. Aber normalerweise ist der Lift der erste Weg. Genau. Da hat man Spannung. Der First Drop auch. Und dann fährt man immer dasselbe. Wenn man das jetzt aufzeichnen möchte als Spannungsbogen, ist es so, dass das quasi so einen Hügel macht und dann einfach auf einer Gerade bleibt. Bis dann halt so ein bisschen spannend ist dann noch beim Drop nach der Einbremse. Ja, Weil der, weil zumindest würde in ich den, weniger als Spannung betrachten, weil. zumindest in den, ja, gut, man wird halt überrascht in den letzten Reihen. Aber es ist halt nochmal ein Ding. Und dann kommt dieser, ja gut, die Kurven am Ende kann man vielleicht noch so ein bisschen Nee, der was geht sagen, schon, weil der es geht halt schon was runter. Neues ist. Aber an Ich würde sich sagen, kommt. ab dem letzten, ab dem Drop nach der Blockbremse geht die Spannung einfach kontinuierlich runter. Es wird immer weniger. Selbst Weil davor der ist Hügel nicht. nach der Helix zieht nicht mehr, die Kurven ziehen nicht in keinster Weise mehr irgendwie. Und dann hast du die Bremse und die zieht. Wie gut die Bremse zieht. Früher Dann. zumindest, als auch keine Wirbelstrombremse drin Ja, hatten. jetzt hatten wir dieses Beispiel, ne? Silverstar. Gehen wir mal nicht mal so weit. Also 500 Meter weit. Okay, vielleicht ein bisschen weiter. Zur Blue Fire. Ja, auch eine Stahlachterbahn. Hat sogar noch das Manko, dass es eine Launchcoaster ist, aber die schafft es so viel besser, das zu machen, weil die Blue Fire hat den Vorteil. Erstens, er hat ein besseres Thema, das viel besser drauf abgestimmt ist, nämlich Energie und ja, Und Gas, Unfall. Öl und sowas. Das passt zu einem Launchcoaster schon mal. Ja. Wenn man sich vorstellt, was mit Gas und Dingen, da explodiert was, da wird was rumgeschossen. War Das das? passiert ja bei Blue Fire auch. Blue Fire hat den Vorteil, dass es erstmal auf dem Weg zum Launch gut getämt ist. Und das ist wichtig. Ja, Ja. dann, also jetzt nicht irgendwie sagen, gut getämt ist ja jetzt nicht so. Es baut Spannung auf, wenn man eben durch dieses Kraftwerk fährt. Vor allen Dingen, wenn man es zum ersten Mal fährt und Man muss sich halt einfach man weiß nicht, vorstellen, was ist. diese 180-Grad-Kurve zwischen Station und Lounge, wenn man die ungetämt hat, wenn man da einfach im Freien steht. Du fährst einfach aus der Station raus und fährst durchs Freie durch und dann fährst du da in deine Schrittgeschwindigkeit, dann bleibst du auf einmal stehen und dann wirst du auf einmal abgeschossen. Da wird keinerlei Spannung aufgebaut, da Ein wird rein bisschen schon. nicht, nein, da wird rein gar nichts transportiert. Ja, doch, Und das, was Bluefire macht, ist mit dem Sound, mit der
mit der Thematik. Mit der Tür. Die Tür ist für mich Und ein Schlüsselelement. die Tür, das baut halt einfach in der Zeit, die du, diese 20 Meter oder was, oder sagen wir mal 50 Meter, die das sind, die du von der Stationsausfahrt bis zum Lounge fährst, bauen mehr Spannung auf als der komplette First Drop vom Sylvester. Die Und dann Tür wird, ist genau, eh Element dann 2. kommt die Tür und dann ist es vorbei. Die Tür ist auch, der zweitbeste Weg, wie man Launch Coaster Spannung geben kann, nach einer Ampel. Die Ampel ist der einfachste Weg, wie man im Launch Coaster einfach Spannung geben kann, weil wenn man eine Ampel aufbaut, dann. Menschen mögen es, wenn gezählt wird. Das wurde mir letztens in dem Video knallhart gesagt. Menschen mögen, wenn was hochzählt, und da haben wir so gedacht, stimmt. Das stimmt. Und genauso ist es auch bei Ampeln. Menschen mögen es, wenn mehr Grün Lichter werden. angehen und dann die Ampeln ausgehen. Und Ja, man oder wenn die quasi. Ampel grün wird. Menschen mögen es, ja, genau. Und Menschen mögen es, aufgebaut zu werden auf einen Punkt. Vor allem, wenn man es denn weiß, wie bei dem Coaster. Bei Blue Fire ist natürlich noch was Besseres, weil die Tür da ist. Und man muss sich das vorstellen. Ich meine, wenn ihr es noch nicht gefahren seid, dann erzähle ich euch das mal, wie man es als erstes Mal als Erstfahrer quasi erlebt. Man fährt um diese Kurve, man sieht das Innere von einem Kraftwerk und man sieht so Leute, die da an ihren PCs hocken und so ein bisschen was rumtippen. Und dann fährt man, aber man sieht ja nichts. Es ist alles dunkel. Es ist eine Tür vorne zu. Das bedeutet, man weiß auch nicht, was jetzt passiert, und dann bleibt man stehen. Stehen bleiben auf Achterbahn ist immer schon ein spannender Moment. Das ist Ja, halt das und Ironische an einer meistens Achterbahn. schlecht. Meistens schlecht, aber wenn man auf einer Achterbahn stehen bleibt, ist immer eine gewisse Spannung da. Und die Blue Fire schafft es halt, durch diese Tür so viel, eine Menge Spannung aufzubauen, weil wenn man es zum ersten Mal fährt, man bleibt stehen, guckt nach vorne und man weiß nicht, was passiert jetzt. Ich meine, natürlich, in Europa Park steht man natürlich schon so lange davor an, dass man es gesehen hat, was damit passiert. Aber gehen wir mal davon aus, man ist nicht so lange angestanden und hat man es nicht gesehen. Es gibt auch einfach den Unterschied zwischen du siehst, was da passiert und du verstehst, was da passiert. Also ich würde mal tippen, 90% der Parkbesucher, die sehen zwar, dass da eine Tür aufgeht und dass da ein Zug rausgeschossen kommt, schnallen aber nicht, wenn sie auf der anderen Seite vor dieser Tür stehen, was als nächstes passiert. Und eben diese Spannung wird dadurch aufgebaut, dass was kommt, was man nicht erwartet. Man erwartet ja von einem Launch Coaster nicht, dass man durch so ein Kraftwerk fährt. Dadurch wird eine Menge Spannung aufgebaut. Und die Fahrt selber ist ein fast schon perfekter Spannungsbogen. Ja? Man fährt durch diesen, man wird gelauncht und hat der Hügel danach, oder ja, der Top Hat, er ist ja nicht wirklich spannend. Er ist ja eher dafür da, dass man sich, also er ist natürlich nicht komplett entspannt oder so, aber man wird gelauncht und dann hat man erstmal ein bisschen Zeit durchzuatmen. Dann Bevor man dann geht's wieder den in Drop macht und Tunnel, den dann Looping. geht's der Looping und nach dem Looping ist dann Und nach dem Looping ist ja dann nur die, da geht's Action. dann die Kurve hoch. Ja, du hast noch die extrem Eben. flachen Turn, der ziemlich geil ist. Auf jeden Fall, danach ist der Turn, aber der Turn ist ja auch schon zum Entspannen. Und dann Wenn der Turn zum Entspannen ist, Stefan, heiße ich Schneewittchen. Ja, und dann geht's Das ja. ist das zweithärteste Element im ganzen Coaster. Meinst du jetzt, ist es der Umschwung oder kommt der Umschwung erst später? Du hast den Looping, dann hast du diesen komplett flachen 90 Grad Turn und dann geht's hoch in die Blockbremse. Stimmt. Und dann geht's hoch durch Wodan auch noch jetzt neuerdings. Also Genau. was heißt neuerdings, aber. Auf jeden Fall, und dann kommt die Blockbremse. Und der Clou ist, von den vier Inversionen, die das Teil hat, ist erst eine durchfahren worden, 1/12 der Strecke. Und das sagt eigentlich schon alles darüber aus, wie gut es gepaced ist, weil es jetzt danach kommt der Drop, kommt die erste Überschlag, dann kommt der zweite Überschlag, nach einer kurzen Phase, wo man sich wieder beruhigen Ja konnte, kommt gut, der zweite Überschlag. da kann man nicht von Beruhigungsphase reden, weil es ist einfach nur eine Helix, Ja, gut, eine aber es Helix von einem. beruhigt schon im Vergleich. Nein. Ich Auf würde jeden Fall, einfach. dann kommt eine Ja. Beruhigungsphase, eine kurze. Genau. Mit dem Umschwung, der Umschwung ist natürlich auch, ich mag den Umschwung, aber er ist nicht so Action-Thriller-mäßig. Der ist halt Ja, einfach ist. so ein bisschen rumgegurke wieder so zum Ja, und dann kurzen kommt. Entspannen und dann kommen die Murder Zero-G of Death. Oh, Ja. 360. Mörderschraube of Death. Und jetzt, COG ist es euch nicht. fällt was auf. Die Blue Fire endet mit. Normalerweise, wenn ihr einen Film geht, rechnet oder hofft ihr zumindest, dass das Ende das Beste ist an dem Film. Und das ist auch ein Problem, was Medien haben können. Ich meine, es gibt ein Spiel, ich sage jetzt nicht welches, weil sonst könnte ich spoilern. Es gibt ein Spiel, wo nach dem Twist noch Story weitergeht. Aber diese Story ist dann nicht mehr ganz so belangvoll, weil der Twist eben das Wichtigste an der Ding war. Und das ist halt das Problem. Und das haben manche Achterbahnen auch. Wenn Du du. redest jetzt aber nicht von TLOU. Nee. Sehr gut.
Und das ist halt das Problem, was viele Bahnen haben, dass sie am Anfang zu viel raushauen und am Ende nichts mehr haben. Und Blue Fire schafft es halt am Ende, ich sag's so, wie es ist, das beste Element der Strecke ganz am Ende einzubauen. Das letzte Element ist auch das Beste. Und die davor bauen alle darauf auf, dass am Ende dieses beste Element kommt. Wobei es Ähnliches. natürlich noch geiler gewesen wäre, wenn du von der Rolle direkt in die Bremse kommst. Ja, Und oder. so hast du halt noch die kleine 180-Grad-Kurve da. Man Ja, macht es gut, nicht aber. viel aus, aber es ist. Ich finde die aber gut. Ja, aber nicht. Da, das ist so zum Entspannen vor der Bremse nochmal. Was willst du vor der Bremse noch entspannen? Nee, ich find's eigentlich immer nett, wenn man halt am Ende der Strecke noch so eine kleine Kurve hat oder sowas, wo man halt quasi noch mit dem Wind in den Haaren so ein bisschen rekapitulieren kann, wie die Fahrt war. Was ja, es gibt ja aber durchaus viele Beispiele, die es so halten wie du. Ich sag nur Goliath in Bali wie Holland. Die dann einfach die letzte Kurve super eng bauen, sodass man dann nochmal Spannung hat. Das Finale ist der Hammer. Aber bleiben wir mal im Europapark für diese Spannungsbögen, weil wo dann auch eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel für einen Spannungsbogen hat oder für ein Spannungselement am Ende, weil es ist halt eine Holzachterbahn. Das bedeutet, man kommt am Ende an und man fährt diese vielen kleinen Kurven, die einfach extrem spaßig sind. Mir gefällt wahrscheinlich das Ende von Wodan am meisten, am ganzen Wodan. Ja, das geht mir jetzt anders, aber auf eine gewisse Art und Weise hast du recht. Wodan ist natürlich auch ein sehr gutes Beispiel insgesamt für Dinge, aber ist ja GCIE durch diese Fahrt zum Lift. Haben sie jetzt immer nicht immer so spannend gemacht wie bei Wodan, aber da hat man schon den ersten Spannungsmoment, auch, den man, also was heißt Spannung, aber man hat diesen ersten Moment, der ist quasi noch bevor Spannung aufgebaut wird, quasi Ding, weil man hat ja die Fahrt bis zu der ersten 180-Grad-Kurve ist ja relativ unspektakulär. Würde ich mal sagen. Ich meine, man fährt so ein bisschen so ein paar Neigungen, aber man hat halt das Gefühl, ja, man fährt halt jetzt zum Lift. Und dann kommt diese Kurve und dann wird man schon mal Das war erschreckt. so. Ja, der outbankt. Genau. Schön. Und dann fährt man auf den Lift und dann wird wieder Spannung erzeugt. Und GCI hat natürlich jetzt diesen speziellen First Drop, durch den noch mehr Spannung erzeugt wird. Weil man Der kommt oben First Drop an. von Wodan ist halt wirklich mega Ja. gut. Man kommt, Der macht vor echt allem Spaß. man. Vor allem, man hat erst diese Kurve und die ist ein Meisterstück, was Spannung angeht, weil du fährst diese Kurve und du siehst ja in der Kurve, oh, ich bin hoch, oh, da hinten kommt der Abfahrt, oh. Ja, und Und bist immer schneller und dann immer schneller und auf einmal fällt der Boden einfach weg. Und genau. du hinterher. Und dann hat man diese. Ja, und gerade GCI hat halt den Vorteil, dass sie einige Elemente haben, die am Ende nochmal wirklich Spannung erzeugen. Zum Beispiel der Station Fly-Through, okay, der ist jetzt bei Woda nicht ganz so am Ende wie bei anderen Bahnen. Also bei Troy ist er ja schon ziemlich am Ende. Und Wodan hat natürlich die ganze Kreuzung, die immer wieder Spannung erzeugen. Und bei Wodan wird halt die Spannung ziemlich hochgezogen, bis in die letzte Bremse rein. Ist die Spannung vorhanden? Am Ende hast du noch Kurven, die du jetzt vor allen Dingen, die letzten Kurven sind auch, finde ich, die für einen, also wenn man jetzt kein Coaster-Fan ist wie wir und zum ersten Mal eine Holzachterbahn fährt, erwartet man am Ende nicht mehr so Kurven. Die Sondern sind wird. ziemlich intensiv auf Roland. Wird nämlich ziemlich überrascht davon, dass es denn noch so links und rechts und links-rechts Kurve mit 5 Meter Höhenunterschied Ja, mein großes gibt. Problem an Wodan ist, dass du gerade mit diesem Schlussteil, der Schlussteil, den hast du auf jeder anderen GCI-Bahn. Und meistens sogar ein besser. Deswegen finde ich den auf Wodan einfach nicht geil. Mir gefällt auf Wodan dieser Anfang besser. Der große Drop durch den Tunnel durch auf den ersten Hügel, weil das hast du auf keiner anderen GCI-Bahn. Deswegen finde ich bei Wodan, gerade First Drop und der erste Camelback, das Beste an der Fahrt, weil ich das eben auf Troy zum Beispiel nicht habe. Und auf Troy habe ich dafür alles andere besser. Auf Troy hast du aber eine 3 Meter hohe Kurve. Der knackt. Ja, aber wenn ich mir das vorstelle, Troy mit dem Wodan First Drop, würde ich da einziehen, würde ich sofort Bürger der Niederlande werden. Troy. Troy ist lustigerweise kein gutes Beispiel für den Spannungsbogen. Weil Troy ist, finde ich, einfach zu awesome. Obwohl, am Anfang haben sie sich so Du hast gedacht, am komm. Anfang dieses Rumgekurve, da das, und dann fährst du auf dem Lift hin und da wird Spannung aufgebaut und dann gibt's volles Pfund aufs Maul. Aber einmal haben sie sich denn so gedacht, ach komm, ein bisschen müssen wir drauf achten, nämlich man fährt diese First Drop und dann fährt man diese ziemlich flache Kurve. Und dann fährt man ja erstmal wieder ewig einen riesen Hügel wieder hoch.
Der ist dann, ich glaube, der ist sogar schon speziell so gedacht, so jetzt wissen die Leute, was der First Drop ist. Jetzt lassen wir es mal durchatmen kurz. Dann machen wir das Ganze Und nochmal. der Rest der Bahn ist ja eigentlich relativ flach. Oder im Vergleich, oder ist relativ schnell auch. Also Ja, du der, hast ich auf der glaube, anderen Seite vom First Drop normal. ja, Vom Düsseldorfer ich noch glaube, einen großen Hügel. genau. Und dieser erste große Hügel ist, glaube ich, auch wahrscheinlich der langsamste Part der Strecke nach dem First Drop. Weil selbst die anderen Hügel danach sind, glaube ich, schneller. Bin mir nicht sicher, ob es der ist oder der zweite Hügel, der ziemlich schnell danach kommt. Aber einer von den beiden ist es. Auf jeden Fall. Ja, und ja gut. Wo da Troy ist halt so, Troy ist einer von diesen, das ist wie so ein Film, wie so ein Kunstfilm, den Leute, die normalerweise in der Achterbahn in den Freizeitpark gehen, nicht checken oder die ins Kino gehen, nicht checken. Aber Kinokenner sagen halt, aha, das und das hat er gemacht und deswegen ist das cool. Das ist sowas bei Troy, niemand, ich glaube nicht, dass vielen auf Troy auffällt, dass die Kreuzung falsch rum ist, die Dreierkreuzung. Nämlich, dass er mal erst ganz unten, dann in der Mitte und dann ganz oben rüber fährt. Stimmt. Als Achterbahn-Fan sieht man das halt und denkt sich so, wow. Ja, aber Also, das ist die Kunst bei so einem Ding. das ist die Kunst. Zum einen, der normale Parkbesucher, der sieht es nicht. Aber der normale Parkbesucher sieht oder merkt, dass er die komplette Fahrt über mega Spaß hat. Und das ist, finde ich, so das die Herausforderung beim Achterbahn, dass du zum einen guckst, dass jeder Parkbesucher an jeder Stelle der Fahrt Spaß hat. Zum anderen aber auch irgendwas Spezielles mit reinbaust, was du eben, ja, was das Ding einfach einzigartig macht und abhebt von den anderen Coastern. Sehr gutes Beispiel, um auf mein nächstes Beispiel zu kommen, Jan. Könntest du einfach sagen, ja, Jan, du hast recht, das hast du gut gemacht, bist ein Jan, schlauer du hast es Bursche. gut gemacht und du hast recht. Kannst einen Bonbon essen, mache ich jetzt Und auch. dieses Unterscheiden von anderen Bahnen ist perfekt zur Überleitung zu unser aller Lieblings-Stahlachterbahn, die Expedition G-Force. Der Hypercoaster, der kein Hypercoaster ist. Megacoaster. Ja, oder Megacoaster. Man Der ein denkt, Megacoaster ist. ja, das ist das Interessanteste. Die GeForce ist an sich vom Layout, vom Grundlayout, hat es das gleiche Konzept wie die Silver Star. Der Unterschied ist, dass die Silver Star der langweiligste Megacoaster-Layout überhaupt hat. Nämlich Hügel, 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 Kurve, Hügel, Hügel, Hügel. Und auch das langweiligste Hypercoaster-Layout. Ja, währenddessen die GeForce Und auch das langweiligste Gigacoaster-Layout, obwohl da keiner ist. und das langweiligste B&M-Layout, selbst langweiliger als Batman the Ride. Ja, gut, Batman White ist nicht langweilig. Batman White ist eigentlich ein ziemlich geiles Layout, wenn sie nicht tausendmal gemacht hätten. Aber selbst das tausendste Mal auf Batman ist spannender als Als das das erste erste Mal auf Mal Silvester. auf das. Auf jeden Fall, die GeForce hat halt. GeForce macht so einen extrem guten Job darin. In diesem Spannungsbogen. Du hast direkt am Anfang, also es wird zwar nicht spannender, weil der First Drop, sind wir mal ehrlich, der First Drop ist das Beste an First der Drop ist ganzen das Fahrt. Beste, was dir auf einer Achterbahn passieren kann. Ja. Du fährst diesen First Drop und ganz wichtig ist, ich meine, dieser Kabellift ist nicht nur deswegen geil, weil man schnell hochkommt, sondern weil in dem Fall das mit der Spannung aufbauen nicht so wichtig ist, weil man will die Leute ja total überwältigen gleich mit dem ersten Moment. Und wenn es da jetzt so eine ganz normale Kette gäbe, dann wäre dieser Effekt auf jeden Fall mal nicht so stark wie auf dem Kettenlift. Also auf dem Seil, Drahtseilketten, Kabellift heißt es. Kabellift. So komme ich immer auf Kette. Weiß Und ich das auch ist halt, nicht. aber das ist halt auch die Sache, die GeForce, ich meine, gehen wir mal einfach das Layout durch. Man hat den First Drop, dann hat man den ersten Hill, dann hat man eine Kurve und nochmal einen Hill. Also man hat Du quasi. hast zwischen jedem von diesen brachial Airtime Hills hast du eine Kurve oder einen kleinen Part, wo du einfach wieder runterkommst. Du hast den ersten Overbank Turn, der zwar schon Spaß macht. Also ich meine, es ist halt ein ziemlich cooler Overbank-Turn. Aber da ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, du pisst dich jetzt nicht ausgerechnet bei diesem Element ein. Danach hast du noch einen Brachial-Airtime-Hügel und hast du den nächsten Ding, den nächsten Overbank-Turn ein bisschen Ruhe, dann fährst du ein bisschen runter über die Dinge drüber, so also schön gemütlich durch die Bäume durchfliegen, so chill mal so ein bisschen, dann kommt dieser Umschwung und dann kommt doch Und der das ist Umschwung wichtig. eben als Spannungseffekt wieder. Fährst du in den Genau. nächsten Overbank-Turn und chillst da wieder rum und dann kommen diese vier Mörder Bunny Hops. Und das ist eben wichtig. Dieser Umschwung ist extrem gut. Sagen wir mal so, wenn die GeForce anstatt diesen Umschwung einfach nochmal einen Hügel hätte, wäre sie nicht so gut. Nicht weil, ich meine,
Natürlich, eventuell ist, wenn man da jetzt einfach einen Hügel, also sagen wir mal, das Layout wäre anders insgesamt verlaufen und da wäre jetzt statt dem Umschwung ein Hügel drin. Ja, Dann wäre der Hügel vielleicht an sich besser als der Umschwung, eventuell. Aber aber im er Gesamt hätte kannst du auch keine vom Spannung Set. aufgebaut, weil es nichts Neues bringt. Und es ist immer wichtig, dass man was Neues bringt. Das macht selbst die Silverstar bringen was Neues, auch wenn es nichts Besonderes Neues ist oder nichts Spannendes. Aber die GeForce ist halt ganz gut. Und man schafft es halt auch zwischen dem zweiten, also zwischen dem insgesamt zweiten Airtime-Hügel und dem ersten der vier Bunny Hops, so viel Zeit vergehen zu lassen, dass man schon wieder quasi vergessen hat, dass es Bunny Hops gibt oder dass es Airtime gibt. Also es ist nicht, aber man hat halt. Man rechnet vor allem nicht damit, dass diese kleinen Biester so dermaßen zugreifen. Genau. Gerade wenn man mal sieht, wie der dritte aufgebaut ist, der einen ziemlich flachen Weg nach oben hat, aber dann ziemlich steil nach unten geht. Und das ist eben die Sache, der Spannungsbogen wird dadurch vor allen Dingen hier erzeugt, dass er am Anfang reinhaut und dann in der Mitte wird man ein bisschen losgelassen, bevor man oder wird losgelassen, damit man wieder aufgebaut wird fürs Ende. Genau. Das ist halt hier wichtig. So, kommen wir jetzt einfach mal, ich glaube, ich darf das jetzt auch mal machen, zu einem negativen Beispiel dafür. Jetzt. Für Spannung und Spannung aufbauen, ja. The Voyage. Natürlich nicht The Voyage. The Voyage hat schon genug Bandit. Spannung dadurch aufgebaut, dass man den Tunnel triple droppt. Bandit. Mein Negativbeispiel, nein, Bandit. Bandit wird man ja schon auf dem Weg zum Lüfter zurück vorbereiten. Mein Negativbeispiel ist der fliegende Holländer. Ich mag es nicht, das zu sagen, aber der fliegende Holländer baut zu viel Spannung auf. Stimmt. Der fliegende Holländer ist viel zu gut darin. Ich sag's mal so, Leute. Das Ihr müsst euch im Problem Fliegen voller. beim fliegenden Holländer ist, um das zu sagen, nee, das Beispiel bringt nicht, dafür sind unsere Zuschauer zu jung. Der baut einfach in den Hallen und auf der Fahrt diesen Lift hoch so dermaßen viel Spannung auf, die er mit der Fahrt einfach nicht rauspumpen kann. Das heißt, du kommst mit einem extrem unbefriedigten Gefühl in der Station an, weil du halt einfach so voller Vorfreude und so, und jetzt kommt's gleich und jetzt und dann kommt's einfach nicht. Ja, das ist genau das ist die Sache. Der Außenteil, ja. Wenn man den in den ganz normalen Wassercoaster reinbaut, sage ich kein Problem. Guter Coaster. Aber nicht mit dem Vorspiel. Aber nicht mit dem Vorspiel. Wenn man, ich sag's mal so, dieses ganze Theming, was sie da gebaut hätten, da hätte der Rest der Ding schon Takabisha sein müssen. Um diese Spannung zu rechtfertigen. Da müsste Ja, schon ein gut. ausgewachsener Eurofighter mit 120 Grad Drop kommen. Oder halt ein, weiß ich, Power Coaster, Polar Coaster oder wie der heißt, der 140 Meter hoch ist. Der ist schon ziemlich gay. Irgendwas extrem Spannendes hätte kommen müssen oder kommen sollen und das kam halt nicht. Und das ist auch der Grund, warum der fliegende Holländer oftmals so der Coaster-Teil vom fliegenden Holländer so negativ ankommt, weil er halt das nicht hält, Er was der ist Anfang nicht verspricht. schlecht, aber er ist in diesem Coaster zu wenig. Aber ansonsten ist Efteling halt, Efteling ist sehr gut. Also in dem Fall zwar zu gut darin, Spannung aufzubauen, aber auch sehr gut. Und zwar fließende Überleitung zum nächsten Thema. Also, was heißt Thema, aber zum nächsten Unterthema. Musik! Ja? Ich Musik! würde ich würd ganz gerne noch. Ach so, ich dachte, jetzt kommt Musik, aber vielleicht auch was Ja, anderes. das können wir danach machen. Ich habe aber noch ein Beispiel, das Was? ich gerne besprechen würde, Hast du und ein ich habe Beispiel? noch eine Frage an dich. Jetzt kannst du dir aussuchen, mit was wir zuerst anfangen. Fangen wir mit der Frage an. Mit der Frage, okay. Wie jeder weiß, guckt Coaster Junkie zu. Und deswegen möchte ich jetzt den Fluch von Novgorod besprechen. Ich finde, der Fluch von Novgorod hat einen exzellenten Spannungsbogen. Findest du? War das deine Frage oder was? Ja, das möchte ich, dass du mir das begründest. Ich finde, er hat einen exzellenten Spannungsbogen. Du hast die Station und du hast oder du hast die Queue, die immer spannender wird. Muss man einfach mal sagen. Das kann auch sehr wichtig sein, dass die Queue spannender wird. Ich sag mal so. Wo dann das Queue wäre nicht so gut, wenn diese Halle mit dem Brunnen und so das erste wäre, was man sieht. Das stimmt ja. Dann wäre das nicht so gut. Einfach, ja. Und die Queue wird immer spannender und man setzt sich in diese Dinge und hat dann diese Geschichte, die Spannung aufbaut für mich, weil man stehen bleibt. Coaster und stehen bleiben, keine gute Mischung. Ja, ich sag nur Winjas. Wenn da stehen bleibt, dann weiß man, dass da die Kacke am Dampf ist. Egal, wo man stehen bleibt, egal, ob es Pum-Pum-Kreisel. da ist, wo man sein muss oder nicht. Und Fluch von Novgorod schafft es halt, also was heißt, schafft es halt.
Zug von Novgorod macht keinen so guten Job, wie es machen könnte. Bin ich ganz ehrlich. Könnte noch besser sein. Aber man hat diese Szene mit dem komischen Operngesang. Und dann hat man das mit diesem Kochtopf, mit diesen drei Leuten, die da irgendwas machen. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was die Story zu sagen hat. Ja, sorry. Ich bin da nicht so, habe ich mich nicht so informiert. Aber auf jeden Fall. Und der Vorteil von diesem Drop in den Lounge ist eben, dass er im Dunkeln ist. Dunkelheit, ja, stimmt. Der zweite Punkt, nachstehen bleiben ist Dunkelheit, der zweitbeste Weg zur Spannung. Wenn man nicht sieht, was passiert, dann kann man, dann hat man Spannung. Man will immer sehen, was vor einem ist. Wenn man es nicht kann, dann ist dieses Gefühl da, dass man nervös ist. Ja. Und dann hat man diesen Drop und dann hat man diesen Lounge. Und dann hat man den Außenteil, den ich eigentlich ziemlich gut strukturiert finde, außer den Spannungskiller Nummer 1, auf den wolltest du vielleicht hinaus. Der Buchtknoten. Nee, der den Buchtknoten. Wollte ich eigentlich nicht hinaus. Leute, der Buchtknoten. Wenn ihr Spannung zerstören wollt in eurem Coaster, ja, das Buchtknoten. Das Problem ist aber das, Stefan, dass wir gerade eben noch gesagt haben, dass du nach jedem Spannungspunkt, wo Spannung ab, wo einfach. Ich finde den Buchtknoten dafür viel zu lang. Energie entladen wird, so einen kleinen Ruheding hast. Und das bildet der Buchtknoten. Von daher finde ich den Buchtknoten an der Stelle, wo er ist, gar nicht mal so schlecht. Ich finde den Buchtknoten persönlich viel zu lang dafür. Ja, das könnte unter Umständen sein. Und aber er ist auch nicht smooth genug dafür. Ich meine, ja, wenn das, ja, okay. Die Kurven brettern ja schon ziemlich am Anfang und dann unten wieder gar nicht und dann oben wieder. Ja. Nee, worauf ich beim Novgorod eigentlich raus wollte, ist der Teil im Dunkeln, der letzte. Den finde ich von der Spannung her extrem gut. Und da bin ich anderer Meinung. Ich finde ihn so das gut, weil man Problem, in der Dunkelheit Problem stehen ist, bleibt. Das Problem ist das. Ja, du bleibst da stehen und das baut Spannung auf. Und dann fährst du da ganz gemächlich und langsam diesen 90-Grad-Hügel hoch. Und das baut auch Spannung auf. Aber dann fährst du über diese Kuppe drüber und die Bahn ist sofort vorbei. Das ist das Problem. Ja, nee, ich finde einfach da dasselbe wie beim Holländer auch. Da wird Spannung aufgebaut und dieser Drop im Dunkeln, dieser große Drop im Dunkeln und diese komischen, was weiß ich, was das für eine Kurven-Airtime, Kurvenhügelgebilde ist danach. Die Spannung wird dir aufgebaut, die wird einfach nicht mehr abgebaut. Du fährst in diese Station reis und denkst, das war's schon. Ist das jetzt alles? Ja, da gebe ich, also ich sag mal so, wir hätten sie eine Helix vorm Ende. Finde ich, keine Ahnung, wird extrem viel verschenkt. Hätten sie eine Helix vom Ende gebaut, wäre es besser gewesen. Ja, irgendwas, einfach mit dieser Bewegungsenergie, die du nach diesem großen Drop hast, da noch irgendwas draus bauen, noch irgendwas Schönes machen mit. Aber nicht einfach nur im Dunkeln runter und über den Hügel fertig. Obwohl es hätte der auch. Es hätte von mir schon gereicht, die haben da drin sowieso überall irgendwelche Effekte. Wenn du oben irgendein Blitzlicht einbaust, das eben, wenn der Zug oben über die Kuppe drüber kommt, unten den Boden anblitzt, dass du eben auf einmal den Boden vor dem Gesicht hast und dann auf den Boden zufällst, dann geht das Licht wieder aus. Irgendwie sowas. Hätte es auch schon getan, aber das gibt's halt nicht. Okay, verstehe mich. Verstehst du oder verstehst du nicht? Ich verstehe dich. Okay. Ich finde trotzdem den Weg hoch zur Station wieder schön. Den allerletzten Hügel. Ja, der ist der, okay, ja, der. Der wäre dann vielleicht verloren gegangen. Ja, das haben sie ja versucht, ein bisschen auszugleichen mit dem Schockeffekt am Ende, der aber nicht wirklich schockiert ist. Der ist so offensichtlich ist. Gut. Vor allem, also ich habe vergessen, dass es den gibt und war trotzdem nicht erschreckt. Und wenn ich nicht erschreckt bin, dann macht was falsch auf eurer Attraktion, ja. Weil, zum letzten. Ein Beispiel. Ein Beispiel noch. Du hast an sich zwei Beispiele und keine Frage, aber okay. Nee, das war eigentlich schon so eine. Okay, bring dein Beispiel. Ich mir nicht sicher. Nemesis. Ich dachte, jetzt kommt Van Helsing's Factory. Da hätte ich auch gerne schon mal. Nemesis. Die Bahn mit dem besten Spannungsbogen auf Welt ever. Jemals. Du meinst die im Thor Park ist es? Nee, nein, das ist die in Outer Towers. Nemesis, die legendärsten Inverted Coaster auf dieser Welt. Naja, also. Nee, ich bin jetzt nur, ich war jetzt verunsichert, weil im Thor, also Nemesis Inferno im Thor Park hat halt ein Dark Ride Park davor und das ist, ich habe den zwar noch nie im On-Ride gesehen, aber das erzeugt auch Spannung. Gehe von Nemesis im Alton Towers aus. Gucken wir uns das Teil mal an.
Ich hab's jetzt, muss ich gestehen, nicht Ich 100%. guck mir das wörtlich jetzt an. Du guckst dir das wörtlich an, das ist gut, weil dann kannst du mich nämlich berichtigen, falls ich was falsch mache. Du fährst aus der Station raus und fährst diesen Hügel hoch. Und wer weiß, wie es in Ordentaus aussieht, die dürfen nicht sonderlich hochbauen. Das heißt, das Ding ist an jeder Stelle komplett bodennah. Das heißt, du fährst bodennah diesen Lüftel hoch und dann bist du da oben und, keine Ahnung, am oberen Ende vom Lüftel bist du vielleicht, keine Ahnung, Füße 2-3 Meter über dem Boden. Fährst dann da ganz gemütlich deine Kurve. Und dann guckst du auf einmal, nachdem du diese 180-Grad-Kurve, was auch immer das ist, gefahren bist, guckst du auf einmal in den Park runter. Und auf einmal hebelst du dich einfach komplett aus dem Sitz raus, weil du eben diesen Drop ins Tal mit einem Flatspin anfängst. Du fährst da oben ganz gemütlich rum, auf einmal machst du diesen Flatspin und du bist auf Höchstgeschwindigkeit unten im Tal. Und das ist an sich schon ein, finde ich zumindest, einer der besten Einstiege, die du überhaupt irgendwo machen kannst. Dann kommt, soweit ich weiß, nochmal. Dann fährt man wieder hoch. Noch, genau, fährt nochmal. Quasi wieder auf. Nochmal hoch auf die Umgebungshügel, fährt nochmal eine Kurve, fährt wieder das Tal runter und dann in einer Zero-G über die Station drüber. Und das ist ziemlich asozial. Also, der Effekt ist richtig, richtig geil. Ich glaube, nach der Zero-G kommt auch direkt dieser Wasserfalleffekt, den man auf Black Mama auch hat. Ja, genau, dann kommt der Wasserfalleffekt. Man fährt quasi wieder einen Hügel hoch, durch ein kleines Tal, durch einen Hügel hoch, ist dann wieder oben, fährt wieder ins Tal runter und dann kommt als dritte Inversion in einem Inverted Coaster tief in die Erde eingegraben. Ein Vertikal-Looping. Und das ist, finde ich, einfach das besser geht es nicht. Den Looping so spät ans Ende von der Bahn zu ziehen, gibt dieser Bahn einfach auf so vielen unterschiedlichen Ebenen so viel Gutes, dass man das eigentlich nicht irgendwie in Worte fassen kann. Ja. Dann hast du eben danach nochmal ein paar bodenneue Kurven, hast nochmal einen Flatspin, bevor es nach dem Flatspin nochmal in der Kurve in die Bremse reingeht. Du fährst also mit Vollgeschwindigkeit in diese Bremse rein, mehr oder weniger direkt nach dem Flatspin. Ähnlich eigentlich wie bei Blue Fire. Ich glaube Flatspin 180 Grad und dann ab in die Bremse. Irgendwie sowas. Ja, so ziemlich. Bin mir auch nicht sicher. Und da muss ich sagen, finde ich einfach, das ist der Hammer. Zumal du, die Queue habe ich jetzt keine, ich hoffe zumindest, dass es richtig ist von den Bilderberichten, die ich gesehen habe, dass die Queue eben an diesem oder in diesem Hang entlang läuft. Das heißt, du siehst die ganze Zeit den Coaster an dir vorbei, kurz über dir drüber, kurz unter dir irgendwo vorbei wuseln. So ähnlich, im Prinzip ähnlich wie bei der Black Mamba, nur eben nicht auf einer flachen Ebene, sondern auf einer vertikalen Ebene. Und genau. Das ist auch ziemlich, ziemlich geil. Auf jeden Fall. Wenn wir da sind. Abgesehen davon, dass eine Story erzählt wird. Ja. Wenn wir da mal wieder sind, können wir ja. Mal wieder vor allen Dingen. Wenn wir da sind, können wir das ja denken. Ja, ihr merkt schon, es ist ziemlich wichtig für uns, wie man die Invasion platziert. Dafür ist es auch natürlich ein guter Beispiel, Montu. Montu ist eigentlich für alles, was ein Coaster braucht, ein gutes Beispiel. Ich meine, der erste Moment, den du auf Montu früher hattest, also jetzt leider nicht mehr früher, war der erste Moment, dass du also nur eine Kurve fährst, eine 180-Grad-Kurve, unter der Alligatoren sind. Das war früher, oder Krokodile. Ich glaube, es sind Krokodile im Nil. Und dann hat man halt den Drop-Looping, dann den kurzen Tunnel mit dem Immelmann. Und dann am Ende, oder was heißt am Ende, aber relativ spät erst der Batwing. Du meinst genau in der Mitte der Fahrt? Ja. Batwing ist ja trotzdem was Besonderes. Batwing ist Batwing. Bestes Beispiel ist natürlich jetzt hier Kings Island Banshee, die quasi ihr schnellsten Part kurz vorm Ende hat. Ihre schnellste Stelle. Weil der einfach so am Hügel platziert ist, dass sie immer schneller wird. Auch ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie Spannung hochgehalten werden kann. Ja. Und natürlich, Multiple Launch Coaster haben es da ziemlich einfach. Cheetah Hunt ist offensichtlich, wie die Spannung hochgehalten wird. Weil man halt immer noch wieder gelauncht wird. Und ja. Da ist aber der Spannungsbogen auch interessant, weil man wird ja, der erste Launch ist ja lächerlich. Du wirst ja wirklich nur so gelauncht, dass du um eine niedrige Kurve kommst. Und dann droppt man aber in den zweiten Launch rein, der einen auf dieses Vogelnest-Element bringt. Und dann hat man halt ganz am Ende oder relativ am Ende noch diese Kurven durch die, also die sehr flachen, umreißenden Kurven und sowas. Naja, auf jeden Fall, unser Thema war jetzt Musik.
Musik zum Spannungsaufbau. Ja, schlechtes Beispiel haben wir schon wieder. Silvester. Diese Musik macht das Gegenteil von allem. Das ist keine Musik. Ja, aber. Das ist Folter. Es ist gut, dass man die nicht hört. Es ist sehr gut, dass man die Musik nicht hört in der Station, weil sonst wird man da. Man nimmt es doch nicht ernst. Man muss doch auch, wenn eine Achterbahn nicht bedrohlich ist. Die Musik läuft auch in der Station. Ja. Aber man hört sie halt nicht, weil so viele Leute da sind. Weil so viele Franzosen miteinander reden. Ja, wenn die Station jetzt ziemlich leer wäre oder man nur so viele reinlassen würde, wie der nächste Zug reinliefern kann, wie bei Flug der Dämon oder so, dann wird man die so laut hören und darauf hätte ich keinen Bock. Ich meine, ein Coaster ist nicht gefährlich oder so, aber man sollte daran arbeiten, diese Coaster, wenn es sowas ist wie die Silverstar, halbwegs bedrohlich wirken zu lassen. Ja. Selbst für Kinder. Ich meine, die Idee an einem Coaster ist ja, dass die Leute rauskommen und sagen, hey, ich hab gerade was Mutiges gemacht. Ja, ich bin der King. Ich habe nicht das Gefühl, was Mutiges gemacht zu haben, wenn davor kommt. Raidon! Silverstar! Ja, das stimmt. Das baut einfach die Spannung nicht auf. Ich meine, man kann sagen, was man will, aber bei der GeForce kommt irgendwelche Radiomucke. Aber da kommen aber wenigstens ab und zu diese Ansage. Ja, bist du bereit für die härteste Bahn der Welt oder sowas? Die Spannung aufbauen, bin ich ehrlich. Ich finde diese Stimme mit dieser Dringlichkeit baut Spannung auf für die Fahrt. Ja, das stimmt. Sage ich auch nichts dagegen. Im Gegensatz zu Raidon, Silvester. Ja gut, wo dann läuft man im schlimmsten Fall eine Stunde lang durch Tunnel. Ja. Macht die Vodacue. Bei Fliegenden Holländer baut man sogar selbst die Queue schon zu viel Spannung für den Coaster-Teil am Ende. Ja, das stimmt. Das ist eben die Sache. Und Musik kann da eine Menge tun und Efteling, es ist immer der Beste, man hat das Gefühl, dass bei Efteling die Designer, die hinter Efteling stehen, extrem gut sind in ihrem Job. Extrem gut. Ja. Extrem, extrem gut. Dann gucken wir uns nur mal die Musik an, gucken wir uns mal den Soundtrack zum Holländer. Mit eines der besten Musikstücke, die ich kenne. Und ja, er hat direkt Musikstücke gesagt und hat nicht gemeint Musikstücke aus Freizeitparks oder so. Ist aber extrem komponiert. Ich komme ja eigentlich so aus dem Metal-Ding, ist ja klar, ne? Aber mein zweites Standbein ist eben irgendwo so die klassische Musik, weil ich eben vom Posaunenchor her aus da relativ viel mit zu tun hatte. Und ich bin zwar kein Fan der richtig klassischen Musik, so Mozart, Beethoven, Bach, was weiß ich was in die Richtung, kann mir von mir aus alles gestohlen bleiben. Aber diese ganzen neue Sachen, diese ich glaube epische Musik ist der richtige Ausdruck dafür heutzutage, der eben hauptsächlich in Filmmusik eingesetzt wird. Mal gucken wir uns an, Fluch der Karibik Filmmusik, beziehungsweise Gladiator war das ja auch, Herr der Ringe Filmmusik, da schlägt dann eben Star Wars, dann schlägt da eben Harry Potter, sagen, Großvater kann man auch, von allen lässt du weg. Harry Potter kann man auch mitnehmen, und dann kommt da eben auch die zum Beispiel Two Steps from Hell, die machen ja auch im Prinzip so eine Mischung. Meistens machen sie es, glaube ich, für Filme als Soundtracks. Manchmal aber auch einfach so, die machen auch nur geile Mucke. War halt klassische Mucke im Prinzip, weil im Endeffekt ist es ja klassische Musik. Und da finde ich, spielt der Sound, in diesem Bereich der Musik spielt der Soundtrack von Fliegenden Holländer ganz oben, in der ganz oberen Liga mit. Für mich ist der Soundtrack von Fliegenden Holländer besser als die Theme von Fluch der Karibik. Ja. Ist es für mich einfach. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Musikstück gehört, das piratischer ist und das so gut ist. Dieser Soundtrack hat die Essenz der Bar, oder was heißt die Essenz der Bar eben nicht? Das ist ja das Wichtige. Wenn sie in dem ersten Bereich der Holländer schon so eine Musik hätten, so eine mysteriöse, wäre das auch nicht so gut. Aber man hat halt in diesem ersten Bereich noch diese gute Stimmung, diese, ja, wir sind coole Piraten und sind jetzt hier in den Kolonien. Ich weiß gar nicht, ob das in Kolonien spielt oder in Holland, aber auf jeden Fall, man hat dieses Gefühl, man ist so ein cooler Typ, der einfach da unterwegs ist und man ist Pirat und die Musik ist ja positiv. Und dann geht halt irgendwann alles schief und die Musik macht einfach mit. Die Musik geht einfach mit diesem... Ja, mit der Story mit, sozusagen.
Genau. Und es ist einfach, wenn man nicht da ist, dann kann man das auch. Man kann es eigentlich schon verstehen. Es ist einfach wie in einem Film, den ihr seht, wo es dann quasi, wo die Musik die Action quasi trägt, weil die Musik die Spannung so gut aufbaut. Und genau das passiert beim Holländer. Nächstes Beispiel, Vogelrock. Nächstes Beispiel. Vogelrock ist auch sehr guter Spannungsaufbau. Allein dieses. Vogelrock lebt durch die Man Musik. wird. Vogelrock ist eine Bahn, die durch Ja. diese Musik getragen wird. Genau. Und durch Spannung. Durch Musik und die Spannung, die sie bringen, weil mehr hat die Bahn eigentlich echt nicht zu bieten. Aber man wird halt hochgezogen und diese Musik ist darauf aufgebaut, dass es immer ein bisschen schneller wird und dann kommt von oben so ein Licht runter und man hat dieses. Die Musik macht so ein geheimnisvolles und dann. Beim First Drop, der First Drop ist ja jetzt nicht super schnell, aber dadurch, dass die Musik so schnell ist, kommt es eigentlich sofort schneller vor. Und immer bei Momenten, in denen die Bahn quasi eigentlich Spannung loslässt, kommt die Musik und bringt diese Spannung wieder. Zum Beispiel da, wo man fährt einfach nur in dieses Maul oder was das sein soll. Da ist ja eigentlich so ein Spannungsabbau, weil man fährt ja einfach nur hoch und ist oben kurz. Aber die Musik baut daraus was auf. Ja, die Also Musik macht es besser, ja, als es eigentlich ist. die lässt die Spannung zwar auch ein bisschen raus, aber nicht so arg wie die Fahrt selber. Wenn die Fahrt jetzt einfach nur selber hochfahren würde, würde man sagen, okay, pff. Ich meine, das Vogelrock einfach so irgendwo draußen hingestellt wäre wahrscheinlich eher eine komplette Kinderbahn anstatt einer Familienbahn, oder? Und Vogelrock hat ja halt auch schon Spannungsaufbau vor der Fahrt, weil da dieser riesen Vogel steht. Vogel Große ist Sachen. Die Regel Nummer hammergeil. 3, nach Dunkelheit und Stehenbleiben sind große Sachen immer. Ein toller Spannungsaufbau. Wie beim Holländer, wo man reinfährt und direkt ein riesen Boot neben einem ist. Riesige Boote entfernen übrigens Schiffe. Ja. Nein, für mich sind das alles Boote. Ich habe mich entschieden, alles Boot zu nennen, nachdem ich keine gescheite Definitionsunterschiede gefunden habe. Nein, Du brauchst. eigentlich tief in deinem Herzen nennst du es nur Boote, weil die Hobbits nicht gerne Booten gehen. Genau. Gotcha. Und das ist die Sache. Die Efteling sind Meister drin. Die haben richtig gute Leute da. Die haben gute Komponisten. Ruud ba Bass oder wie heißt der? Ruud Bass? Ruud Boss? Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ich gucke es mal. Die haben auf jeden Fall gute Leute, die dahinter stehen. Die haben auf jeden Fall Die gute alle, Designer, die auf die allen die Ebenen, genau. Designer, die auf allen Ebenen funktionieren, die das Visuelle, also das, was man sieht, dann das, was man mit dem, was man fühlt und dem, was man hört, einfach so in eine Richtung schieben. Ja, was eigentlich einzigartig ist. Ich meine, wahrscheinlich aber nach Disney kommt, wird man es wieder auf ähnlichem Niveau erleben, aber so von dem, was ich kenne, ist das in Efteling einfach am besten. Das Optische, das Visuelle, was du siehst, mit dem, was du gleichzeitig erlebst und fühlst, mit dem, was du hörst. Das ist einfach die Kombination, die ist der Wahnsinn in Efteling. Vor allem Efteling ist, versteht's halt auch so. Efteling schafft sogar diesen Spannungsbogen innerhalb des Park, also in der Park-Layout hinzukriegen. Meiner Meinung Das sind nach. aber unabsichtlich. Ja, aber meiner Meinung nach ist sogar da der Spannungsbogen da, weil halt der Action-Teil irgendwie. Relativ weit hinten ist. Ja, aber vor allen Dingen, es gibt halt oft so die Situation, wo man zwar sieht, wo die Action ist, aber man kann nicht direkt hin. Ist zwar jetzt bei anderen Parks auch so, aber zum Beispiel, wenn du jetzt von Piranha rüberläufst und Ding fahren willst, eine der beiden, also entweder Fliegende Holländer oder Python oder Ding, sieht man ja erstmal irgendwie alle drei Bahnen, ohne dass man wirklich direkt hinkommen kann. Ja. Na gut, mal Ist. gucken, wie das jetzt mit dem neuen Dive Coaster wird. Der Weil der neue, kommt. der kommt ja direkt neben, also die Station ist neben der Halle vom Holländer. Oder was heißt neben der Halle, aber neben dem Außenbereich vom Na Holländer. gut, dann ist er ja aber im Prinzip direkt zwischen, überbrückt quasi die Distanz zwischen Holländer und Bobbahn. Genau. Aber wenn man dahin läuft, sieht man halt auch alles so. Da finde ich der Europapark, da finde ich den Europapark nicht ganz so stark. Einfach, also ansonsten. Man muss es halt immer an kleinen Sachen für mich festmachen. So Park-Layout-Spannung, weil es ist halt, man kann nicht den ganzen Park so ausplanen. Ja, 40 Jahre durchplanen, das Ja. funktioniert nicht. Aber ich finde,
der Weg von oder Trips Thrill ist da auch nicht gut, aber Trips Thrill gibt eh nichts für Aufspannung. Ich sag mal so, sowohl Trips Thrill als auch Europa-Park ist das Problem. Der Bereich, in dem jetzt bei Trips Thrill alle Achterbahnen stehen und bei Europa-Park Wodan und Blue Fire, ist ziemlich unspektakulär, wenn man sich das mal so überlegt. Und zwar alle Wege. Was heißt unspektakulär? Wenn ich mir das so vorstelle, also gerade der Weg, Was die Wege dahin? genau. Ist halt Teilweise ja. Es kommt auf anders welche Richtung. Ich meine, in Trips Thrill ja. Dadurch, das ist ja auf jeden Fall, dass es in da ist Trips sehr Thrill eine gut. Sackgasse ist, da hast du gar nichts. Vor allem hast du auch einfach nur einen Weg. Das ist halt das Problem, wenn der. Ich sag mal so, der Weg. Jetzt, ich suche mal ein Beispiel und du machst weiter so lang. Ja gut, aber jetzt mal zum gerade im Europapark finde ich, funktioniert es eigentlich so halbwegs. Weil wenn du jetzt, du hast zwei Zugangsmöglichkeiten zu dem Bereich. Entweder du kommst durch Skandinavien. Den Weg finde ich am schlimmsten. Der andere ist gut, aber Das stimmt, ich finde den durch der Weg Skandinavien total schlimm. Der ist sehr nervtötend. Aber um mal beim Positiven zu bleiben, von der anderen Seite aus, kommst du eben direkt an Atlantica vorbei. Du siehst, keine Ahnung, bist bei Atlantica, siehst diese riesige Wasserrutsche und das große Becken und die Bühne da und alles und kommst dann eben, gehst dann diesen kleinen Weg runter und kommst auf diesen Platz und siehst direkt Wodan und Bluefire vor dir. Der andere ist Der auf jeden Fall. Weg ist, finde ich, ziemlich, also nicht perfekt natürlich, aber gut. Und Aber gut, der der andere andere Weg, der ist Weg. halt wirklich. Der andere Weg fühlt sich für mich immer, wenn ich ihn laufe, viel zu sehr nach. Er fühlt sich nicht an wie ein Hauptweg zu diesen Bahnen, sondern wie so ein Insiderweg. Weil man halt, ich weiß nicht, man hat das Gefühl, man nimmt so den Hinterausgang aus dem Skandinavienbereich und läuft dann so Ja, aber einen über so. überfüllten Hinterausgang. Ja, das ist eben das Komische. Da hinten in dem Bereich denn ist die Wegführung sowieso total für den Arsch. Dadurch, dass dieses Tor da nicht offen ist, zerstört es das komplette Parklayout, finde ich. Und da verstehe ich auch nicht, warum sie das Tor nicht aufmachen. Weil dieses eine Tor, das zerstört alles. Alles. Es ist doch einfach so. Selbst die Parkplätze. Ja, Du und kommst, ja, ich wenn finde. du durch dieses scheiß Tor durchgehst, kommst du direkt auf den Hauptweg. Mehr oder weniger. Und so musst du jedes Mal durch diesen überfüllten fucking Norwegen-Bereich durch mit den Fischen und den dicken Leuten, die Fotos bei dem Haifisch machen, damit den ganzen Weg versperren, die ihre Fische in der Gegend rumwerfen, weil sie ihn nicht mehr schmecken und keine Ahnung. Vor allem, ich finde es halt echt. Wie gesagt, man hat halt das Gefühl, wenn man jetzt einfach von der Euromir zu Blue Fire läuft, läuft man durch Skandinavien, hat das Gefühl, man läuft aus dem Hinterausgang über irgendwelche random Brücken. Wird dann Und auf der einmal Bereich da, zugespitzt. ja, der Bereich, selbst wenn da viele Leute unterwegs sind, dieser Bereich hat für mich immer diesen Charme von einem Weg, den man nimmt, weil er kurz ist und nicht, weil das ja geplanter Hauptweg ist. Wobei Zum ich finde, Beispiel, eigentlich, allein dieser Tunnel, sobald sobald du du auf auf dieser der. Brücke bist, finde ich, geht's. Die Brücke rüber mit den paar Figürchen, dem Geysir und vor dir dem River Rafting. Ich finde, ab da geht's. Für mich der richtig schwierige Teil ist der Weg durch die Dinge durch. Durch die Panzer. Die Brücke leidet sehr drunter, wie das davor ist. Wenn ein großer, gut ausgebauter Weg genau auf die Brücke zugehen würde, und dann Wäre geht es man über okay. die Brücke. Wäre es okay. So Brücke, dann unter dem Rafting durch, finde ich ziemlich gut gemacht. Unter Aber dem Rafting durch könnte man, der Bereich also davor stinkt hart. ich persönlich würde diesen Weg unterm Rafting, ich würde diesen gesamten Weg und das Rafting komplett verkleiden. Also wirklich so ein Eingangstor hinbauen, weil da eben viele Leute langkommen. Das Problem ist auch einfach die Wegführung. Man kommt raus aus dem Skandinavienbereich und muss erstmal scharf rechts links abbiegen. Scharf abbiegen ist nie ein gutes Zeichen für einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hauptweg, weil da hinten gibt es ja keine Hauptwege mehr. Aber das ist halt eine der Hauptverkehrsstraßen in dem Park. Ich komme da am Tag mindestens 4, 5 Mal lang. Und es ist immer eng, es ist Es immer ist immer voll, eng. es Man ist hat immer dicke Kinder, die irgendwo rumliegen. halt nicht das Gefühl, dass man auf sein Ziel hinzugeführt wird, sondern dass man sich selber den Weg zum Ziel. Das ist wie wenn man nach Wacken fährt, fühlt sich das an. Man muss von der, man ist irgendwann am Ende des Hauptweges, nämlich nach dem Skandinavienbereich, und muss dann extra irgendwie anders laufen. Also dieses Gefühl ist da. Und das ist halt etwas, in dem Efteling ziemlich gut ist, weil Efteling hat einen großen Rundweg. Das ist immer der Vorteil von Rundwegen. Hat einen großen Rundweg und alles ist sinnvollerweise daran angebunden. Selbst Fata Morgana. Ich meine, Fata Morgana ist zwar relativ weit weg vom Rundweg, aber man sieht halt diese ganze Dekoration vom Rundweg. Der Pater Morgana ist schon am Rundweg dran.
Ja, Der Platz, ich meine, der Rundweg schließt halt an den Platz an und auch der Platz ist vor Fata Morgana, also von daher würde ich sagen, ist es angeschlossen. aber auf jeden Fall, das ist der Vorteil von dem Rundweg, dass man es ziemlich leicht hat, dass alle Attraktionen greifbar sind. Und man auch immer das Gefühl hat, dass man zu dieser Attraktion gehen soll. Ich habe das Gefühl habe ich nicht immer bei der Blue Fire. Ja, aber wir sind Blue Fire. eigentlich schon fast wieder beim Thema Parklayout. Das wollten wir nicht machen. Das wollten wir eigentlich nicht machen. Aber ich wollte zumindest mal anschneiden, dass die Spannung auf einer Bahn auch durch Layout. Wenn man jetzt zum Beispiel zu Scream erstmal 50 Meter random Weg ohne Theming laufen muss, ist es nicht gut. Baut keine Spannung auf. Es hilft der Bahn nicht. Wenn man jetzt wie in. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist natürlich zum einen Harry Potter, wenn man von der richtigen Seite kommt und wenn man erst durch ganz Hogsmeade durchläuft. Und wo direkt nach Hogsmeade Harry, also die Burg ist und allem. Und für uns das greifbare Ding. Schlechtes Beispiel wäre natürlich wieder Goliath in Waliborland. Gutes Beispiel Marvel. ist im Phantasialand, finde ich persönlich Winters. zumindest. Zum einen Vingers durch die Halle, aber ich finde sogar auch Mystery Castle. Ich finde Kommt den. drauf an, von wo du kommst. Ja, also wenn man wenn man vom China-Bereich kommt, macht das finde ich auf jeden Fall Sinn. Auch wenn da viel von der Queue natürlich ausgeht, aber der Weg hin zur Attraktion inklusive Queue oder ich finde, es ist halt schwer. Für mich beginnt die Queue eigentlich erst im Haus, so vom Gedankengang her. Ja. Man hat halt diese Brücke davor und man hat halt Mystery Castle ist ziemlich gut darin, diese Abgelegenheit klar herauszustellen. Wenn Mystery Castle wenn die Burg einfach am Hauptweg liegen würde und man geht einfach direkt rein, wäre es nicht so gut. Sondern man läuft erstmal über diese Brücke und dann läuft man erst, also dann läuft man in die Attraktion rein. Und ja, das Phantasialand hat halt, schafft's komischerweise ab und zu wirklich gute Wege hinzubauen. Zum Beispiel Black Mamba, der Weg ist ziemlich gut. Weil die Black Mamba, der Eingang ist genau da, wo er sein sollte. Negativbeispiel Colorado Adventure. So. Wenn ihr wissen wollt, Ja. wie man richtig schlecht auf einen Coaster hinführt, vom Themenbereich, von der Wegführung, von wo der Eingang platziert ist, wo der Eingang zur Queue platziert ist. Colorado Adventure, bestes Beispiel. Oder schlechtestes Beispiel in dem Ja, Sinne. schlechtestes Beispiel. Weil man muss. Das ist das Problem, wenn man für eine Bahn, wenn man für eine so wichtige Bahn, oder wenn man überhaupt. Wenn ihr einen Park baut und man muss für eine Bahn einen Umweg laufen, dann habt ihr was falsch gemacht. Jede Bahn sollte sich so anfühlen, dass sie dahin gehört. Und das gehört zur Spannung. Wenn man für eine Bahn wie Goliath erstmal einen 50 Meter Umweg läuft, dann ist die Spannung raus. 50 Meter war doch sehr freundlich. Ja, oder 100 Meter. Dann ist die Spannung raus, weil man, ich denke mal, ich laufe hier erstmal hier den Weg rum. Und nicht, du läufst so um ein Haus rum und auf einmal riesen Eingang oder sowas. Kommen wir zu deinem nächsten Beispiel. Wir schweifen wirklich zu sehr ins Thema Parklayout ab. Genau. Zu meinem nächsten Beispiel. Und vor allem sind wir ja schon gut über der Zeit. Das Letzte, was mir jetzt dazu noch einfällt, zu diesem Thema, ist natürlich Landscaping. An der Bahn oder wieder An beiden. Park? An beiden. Ne, Um die Bahn. sagen wir mal an der Bahn, weil Sagen sonst wir kommen wir mal wieder ins komplett Bild. um die Bahn rum, um halt auch das mitzunehmen. Zum Beispiel, Wasserbahnen profitieren oft davon, wenn man See davor hat. Wenn beim Atlantica der See und der Splash hinten wären, wäre Ja, die Bahn nicht so gut. das wäre irgendwie Ja. Es sei denn. Landscaping hat eine Menge mit der Ding zu tun. Bestes Beispiel, Nemesis und Nemesis. Black Mamba natürlich. Man, gerade, ich weiß nicht, wie es bei Nemesis ist mit der Queue und allem, aber bei der Black Mamba kommt man ja in die Queue und an dem Punkt, wo die Queue ist, ist man quasi über der Bahn. Fast schon. Und das wertet die Bahn einfach unheimlich auf. The Voyage natürlich auch. Ich meine, man steht unten und sieht einfach nur so einen Berg hoch. Im besten Fall, je nachdem, wie die Ding ist. Natürlich kann man das aber auch davor haben. Zum Beispiel finde ich ziemlich gut in diesem Zusammenhang, also von guter Landscaping vor der Bahn, auch wenn es überhaupt kein Landscaping ist eigentlich das Gegenteil, Trips Drill. Weil vor Meinst du jeder mit Attraktion den. einfach nur so eine flache Wiese ist. Ja. Wo man alles sehen kann. Aber das ist halt der Clou daran. Cactus. Du kommst in diesen Bereich und hast diese flachen Wiesen überall. Und man kann halt genau, also jetzt leider, Karacho ist ja leider, okay, Karacho kann man davor sehen, bevor man
quasi geradeaus läuft zu den Wiesen. Aber man kommt, früher ist man hochgekommen und hat jede Attraktion, die in diesem Park, in diesem Bereich steht, sofort gesehen, weil eben in der Mitte nicht irgendwelche Wald steht und nicht irgendwelche Bäume, die den Weg versperrt oder was, sondern weil einfach eine flache Wiese ist. Man kann, Das hat was. es hat was und es ist auch, es macht was, auch was her. Und es ist auch, ich finde es auch immer wieder lustig zu sehen, wie hinten, quasi hinter der Burg, das Land irgendwie 10 Meter höher ist. Oder 5 Meter. Und das ist halt, mit Land muss man auch was machen. Außer man weigert sich wie der Europapark und macht einfach gar nichts damit. Chiapas ist ein gutes Beispiel für Ding. Landscaping. Das Phantasialand, dadurch, dass alles so eng ist, ist halt jedes, alles an Landscaping, was die machen, krass. Und geil. Weil einfach so wenig Platz ist. Wenn der Europapark irgendwo einen Berg aufbaut, dann sagt man, okay, das ist halt ein Berg. Von der anderen Seite des Parks merkt man davon nichts. Bei Phantasialand merkt man halt, dass alles an Landscaping, was in dem Park ist, sich irgendwie fortzusetzen scheint auf dem Rest. Sozusagen. Oh Gott, geht das. Weil, ja, eben. Treu hat auch kein Landscaping. Ja, aber ich werde jetzt so als letztes Beispiel für dieses Landscaping erkläre ich nochmal, wieso ich das so zum Phantasialand denke. Das Phantasialand hat ja den Vorteil, dass es also in einem mehr oder weniger hügeligen Gebiet liegt. Dadurch, ich meine, seien wir mal ehrlich, die Felsen bei der Blue Fire Ja, die wirken aufgesetzt. erzählen eine Story für Blue Fire, erzählen aber keine Story für den Gesamtpark. Bei Ding ist so, dass diese Gräben von der Black Mamba voll in die Story des Parks passen, weil der Park selber hügelig ist. Und dadurch denkt man sich, okay, es ist hügelig, also macht Sinn, dass da Wobei auch ich Gräben drin da sind. nicht weiß, inwiefern das alles im Originalzustand war und was das Phantasialand dann daraus gemacht hat. Genau. Weil ich weiß zum Beispiel, dass Black Mamba wurde eingegraben. Ja, aber das ist ja schon mal zum Beispiel der ein Clou davon. Wenn ihr entspannen, das ist eben Ja, so, wenn aber ihr eine Story und wenn du dir das mal anguckst, theoretisch Black Mamba, also die Wege sind komplett auf einer Ebene. Das Einzige, was du hast, den kompletten, wenn du in den Haupteingang reingehst, du gehst in den Haupteingang rein und läufst bis zum Karussell vor. Der Bereich rechts von dir ist höher gelegen. Da gehst du die Treppen hoch, der ist, keine Ahnung, 4, 5 Meter höher gelegen. Und dann hast du links den Bereich, der ebenerdig ist. Das ist dann da, wo Winjas und Boostown und alles ist. Mit Ausnahme halt von irgendwie von Calorado, der dann auf der anderen Seite nochmal 200 Meter runter geht oder sowas. Talokan meine ich. Und da weiß ich nicht, inwiefern diese Schlucht in Anführungszeichen, die sich da gerade zwischen in die Chiapas und Talokan drin liegen, inwiefern die natürlich sind. Oder ob das so Aber gewollt ist. das ist ja das Gute daran. Ja, man weiß es nicht. Park-Story gibt es ja auch in gewissem Maße. Natürlich jetzt nicht so wie, der Park muss jetzt der Europapark sein, wo alles nach einem oder Alles europäisch ist. alles europäisch ist oder so, aber das Phantasialand hat eine extrem gute Park-Story, weil man das Gefühl hat, weil man nicht genau weiß, ob die Hügel wie und weshalb die Hügel so sind, wie sie sind. Und beim Europapark zum Beispiel weiß man, ja gut, die Felsen sind da. Weil die brauchten, damit da einer durchfahren kann. Also ich glaube, es ist noch nie jemand in den Europapark gegangen und hat gesagt, wow, die haben extra da ein Loch reingehauen in den Hügel oder in den Stein, damit die Blue Fire durchfährt. Bei der Ding ist so, ja, man denkt sich schon mal so, ja, das haben sie wahrscheinlich ausgegraben, bei der Mamba zumindest, und beim Rest denkt man sich so, was haben sie jetzt hier gemacht? Und dann denkt man sich so, keine Ahnung. Gutes Landscaping erzeugt Spannung, erzählt eine Story, weil einfach im Grunde, man hat einfach nur dieses Gefühl, dass der Park hügelig ist, ist schon eine Story für sich. Da gibt es auch die Geschichte von eben mit Nemesis, dass John Wortley eben darauf angesprochen wird, wie brillant es war, Nemesis da so genial an diesen Hang zu schmiegen und in diese Schluchten da reinzuführen. Und er meinte also, ja gut, das ist eigentlich nicht genial, weil da gab es vorher keine Schluchten, auch keinen Hang. Aber alles wir gebaut. Und so Leute, so erzählt ja eine Geschichte oder das macht eine Geschichte eines Parks aus. Man kann einem Park natürlich nicht eine Story geben und dann zieht man es durch. Ich meine, selbst der Europapark macht es ja nicht wirklich.
Okay, Park Asterix hat irgendwie eine Story, nämlich das ist ein Asterix-Park, aber ich schweife ab. Was man dem Park aber geben kann, ist eine. Was man dem Park geben kann, wieso erzähle ich das eigentlich immer den Leuten, als würde ich denen erzählen wollen, wie man Freizeitparks baut? Das ist total Banane. Ich bin ja Ich jetzt habe Roland gedacht, Mack, ich der habe das gedacht, irgendwie erklären kann. ich stopp dich da jetzt mal nicht, ne? Auf jeden Fall, wenn ihr ein RCT baut oder wenn ihr in den Park geht und ihr euch denkt, hey, wieso gefällt mir der Park eigentlich so gut? Dann kann es gut sein, es ist so, weil er Sinn macht und damit eine Story über sich selber erzählt. Nämlich, hey, so bin ich, das macht Sinn. Deal with it. Nicht so wie der Europapark, ja, ich bin so. Ich bin so, aber hier hat's einen Stein. Jetzt Riesenfels. Naja. Ich glaube, das war lang genug für den Podcast. Müssen wir erstmal wieder einen Monat warten. In einem Monat. Ich kündige das jetzt einfach mal an. Nächsten Monat. Wir werden jetzt versuchen, auf jeden Fall mal jeden Monat einzubringen, würde ich mal sagen. Versuchen kann man's. Das bedeutet, nächsten Monat, bringen wir doch mal so ein. Jetzt, wir sind eh schon drüber. Bringen wir doch mal so ein paar kleine interessante Schnitzel zum nächsten Ding. Auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall im nächsten Podcast bringen, sind Bücherreviews. Wir haben Bücher gelesen über Freizeitparks. Und Du zwar habe ich hast, gelesen. ich bin noch nicht dazugekommen. Ja, ich habe Bücher gelesen. Ich habe das Buch Roland Mack, Meister der Achterbahn, gelesen. Und ich habe das Buch gelesen. Ich habe das John Wardley Buch gelesen, das Stimmt, mir das habe ich auch schon länger gelesen. Jan schon seit Ewigkeiten empfiehlt. Und ich habe natürlich gelesen, Creating My Own Nemesis. Das ist das Wortley-Buch, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Und ich habe gelesen, Theme Park Design Behind the Scenes with an Engineer von Steve Alcorn, der bei, zum Beispiel ganz wichtig war bei der Errichtung von Epcot und auch noch heutzutage viele Dinge erbaut. Diese Bücher haben wir gelesen. Und gut, wie ich drum herum gekommen bin, wo ich keine Ahnung mehr hatte, was er baut. Nee, ich glaube, der baut, glaube ich, immer noch Anlagen für Freizeitparks, aber halt so Dark Ride-mäßig. So andere, also nicht das Fahrtsystem, sondern den Rest davon halt so ein bisschen. Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall habe ich das Buch gelesen. Jan hat gelesen, How to Build a Coaster 101 oder sowas. Naja. Also er hat es gelesen bis dahin. Er wird es gelesen haben gehabt. Und wir werden euch ein bisschen reviewen, wie gut diese Bücher sind, ob sie empfehlenswert sind, was da der Stil davon ist, damit ihr euch die jetzt nicht alle kaufen müsst und durchlesen. Sondern wir werden euch das anbieten. Ansonsten, wenn ihr Ideen haltet für was wir bequatschen sollen, schreibt es gerne rein. Wir haben schon ein paar kleinere Themen, damit wir auch mal nicht nur einen Podcast machen können, wenn ein Riesenthema ansteht, sondern auch bei kleineren Themen. Zum Beispiel hatten wir das mit den Themenbereichen. Was macht ein Themenbereich aus? Wie kann ein Themenbereich aussehen? Wie finden wir Themenbereiche? Meistens auf der Parkkarte. Ja, und viele weitere kleine Themen. Sonst, wenn ihr eine Ahnung habt, oder was heißt, wenn ihr eine Ahnung habt? Ihr habt bestimmt viel Ahnung. Aber wenn ihr Ideen habt, was wir noch bequatschen könnten, schreibt es in die Kommentare. Auf YouTube oder auf der anderen Seite, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Gibt's die noch? Die andere? So Wo wir es halb. doch veröffentlicht haben. Da gibt es momentan Probleme, weil die alten Podcast-Folgen wurden von der Seite gelöscht, warum auch immer. Und die andere, im Prinzip gibt es zwei Seiten. Die eine Seite, auf die ich es hochlade, also auf der das Ganze veröffentlicht wird, mit der auch das RSS-Feed, das in der Videobeschreibung steht, funktioniert, die hat das alles gelöscht. Das heißt, ich musste das da alles neu hochladen. Und dann gibt es noch die andere Seite, die das Ganze auf die jeweils auf das Podcast-Forum lädt und auf iTunes lädt. Und die Seite, die das auf iTunes lädt, hat seitdem die Folgen einfach verschwunden sind, einen Fehler. Und zwar kann ich quasi den alten Podcast, habe ich versucht, das habe ich gelöscht, aber die Seite löscht ihn nicht. Das heißt, ich habe da noch den alten Podcast mit der aktuellen Ding-Datei drin stehen, mit dem aktuellen Newsfeed drin stehen. Das heißt, ich kann die Folgen nicht mehr oder die Folgen gibt es nicht mehr bei iTunes. Das ist so das Hauptproblem, was ich eigentlich sagen wollte. Die Folgen gibt es aktuell nicht mehr bei iTunes und ich kann nicht versprechen, dass ich es jemals wieder auf iTunes gibt, bis podcast.de nicht auf die Idee kommt, diesen von mir gelöschten Podcast auch wirklich zu löschen. Solange das nicht passiert, können wir zumindest das Ding nicht mehr machen.
zumindest iTunes nicht mehr beliefern. Wir werden da schon eine Lösung finden irgendwann. Nee. Früher oder spät. Leider nicht. Irgendwas wird uns schon einfallen. Irgendwann. Ja, du kannst. Guckt's erstmal alle auf YouTube. Du kannst die Spacken von podcast.de anschreiben und denen das sagen, aber an sowas denken die gar nicht. Du hast nämlich hier keinen. Du hast nur den Kontakt, um irgendwie Pressemitteilung oder sowas zu schreiben, aber du hast Bereden wir das mal danach. Kontakt, sicher? Ja, mir fällt was ein. Auf jeden Fall, ja, wir sehen und wir hören uns dann nächsten Monat spätestens. Wenn wir es hinkriegen. Wenn wir es hinkriegen. Ansonsten, schreibt es in die Kommentare, was ihr hören wollt. Alles in die Kommentare. Schreibt alles, auch wenn ihr Scheiße findet. Auch wenn ihr einfach alle nur. Eure Kontonummern. Genau. Auch wenn ihr alle nur drunter schreiben wollt, ihr sackt und ihr solltet alle sterben gehen. Ja, schreibt es auch drunter. Könnt ihr machen. Freuen wir uns drüber. Also ich nicht. Ich freue mich nicht darüber nicht. Doch, eigentlich schon. Im ersten Moment freue ich mich, weil ich sehe, oh, mein Kommentar. Und dann so, oh, sowas. Leute, macht es gut. Vielen Dank, dass ihr diese ausgedehnte, wahrscheinlich langweilige Unterhaltung ertragen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu einer weiteren ausgedehnten und langweiligen Unterhaltung. Und bis dahin, macht es gut. Tschö. Gehabt euch wohl. Frohe Weihnachten. Frohe Silvester. Tschö. Frohe drei Nikoläuse. Aber nur drei.